Roller in verlängerter Zeit fahre. Ja. Und dann kommt also, bei sich mal ich kann nur einen Satz sagen, aber das ist ja sehr interessant. Also, ich habe eine Tochter, die ist 28. Vor 20 Jahren hatte ich dasselbe, die gleiche Situation, aber dann Obsorge erweckt, gewonnen. Die Folge, die Tochter hat bis heute keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Und wenn ich jetzt nur jetzt stehe von dem gleichen Dilemma, was mache ich? Kind aufgeben oder weiterkämpfen? Ich kämpfe, kann sein, dass er sonst auch die Mutter verliert. Ja? Ich kriege Gänsehaut jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke. Ja, was soll ich tun? Was soll ich wirklich tun? Ich habe Zeit, ich habe Mittel, ich bin, glaube ich, nicht blöd, aber ich bereite das Gewicht zu begleiten, aber ich darf es nicht. Vielleicht haben wir zuerst gesagt, um Gleichstellung und so und Ausgleich. Und Sie Unterhalt angesprochen haben, nur damit man da sieht, das ist halt einfach, das Verhältnis ist nicht gegeben. Nichtbezahlung des Unterhalts ist gerichtlich strafbar. Das, was da passiert, sozusagen Kontaktverweigerung, nicht. Und diese Balance ist da auch nicht gegeben. Also das Kind braucht existenzielle Grundlagen und hat emotionale Bedürfnisse. Und wenn eines nicht erfüllt wird und es entspricht nicht der Rechtslage, dann werden beide Sachen bestraft. Herr Costicella, ich möchte mich abschließend für die Einladung bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für diese respektvolle, spannende, lebendige Diskussion. Die Bedeutung des Vaters ist abhängig vom Entwicklungsstadium, in dem sich das Kind befindet. Es ist ein Unterschied, ob das Kind den Papa verliert mit einem Jahr, mit drei Jahren in der Pubertät oder als Erwachsener. Wir wissen aber schon sehr genau, wie wichtig die Vater-Vater und die Beziehung zum Vater sowohl für das Mädchen als auch für den Sohn sind, für die Identitätsbildung und für die Beziehungsgestaltung in späteren Lebensjahren. Aber nicht nur Vater und Mutter spielen eine große Rolle, sondern eben auch Bezugspersonen, Bezugsumgebung. Wer sich mit diesem Thema, wie sich Kind, Familie, Gesellschaft nicht nur wandeln, beziehungsweise sich auch aktuell konstellieren, wirklich kompetent nachlesen will, ich erlaube mir ein Buch zu empfehlen von Herrn Martin Dornes, Die Modernisierung der Gesellschaft. Da ist all das drinnen, was aktuell wir wissen über die Beziehung zwischen den Vätern, den Kindern, wie sich Familie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden entwickelt hat, wie die Beziehung gestaltet werden soll und vor allem Risikofaktor Scheidung ist ja ausführlich diskutiert. Martin Dornes, Die Modernisierung der Seele. Ich möchte auch sagen, danke für die Einladung, weil es ist doch ein Spektrum von verschiedensten neuen Blickpunkten, auch auf, der auf mich jetzt einwirkt, oder teilweise sind es ja Vorwürfe, dass wir zwar Gesetze haben, die aber dann in anderer Form ausgelegt werden oder die sehr individuell oft interpretiert werden und dann zu Ungunsten wessen auch immer. Ich meine, ich denke halt, dass es vielen Müttern Blickpunkte gibt, die nicht in Ordnung sind. Heute haben wir halt diesen Aspekt betrachtet und für mich ist es sehr bereichernd. Also ich habe auch sehr viel mitnotiert und ich habe auch einige Punkte, die ich für sehr klug halte. Also diese im Falle der Trennung eine professionelle Beratung oder Mediation oder Inanspruchnahme einer professionellen Unterstützung halte ich für sehr klug. Also das wäre etwas, was wir aufnehmen könnten. Auch der Anregung, die Sie jetzt gerade gesagt haben, der Kontaktverweigerung, wenn sie jetzt wirklich mutwillig ist, dass man da strengere Maßnahmen setzen kann, auch das ist bei mir, sagen wir, der Samen ist gesät, jetzt muss ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Das muss man natürlich auch abwägen. Es sind ja viele verschiedene Punkte, die hier auch abzuwägen sind. Aber insgesamt möchte ich sagen, dass die Diskussion sehr fruchtbringend ist und sehr konstruktiv ist und auch zeigt, in welchen
gesellschaftlichen Wandel wir sind, dass eine Wahrheit der Erziehung vor 10 Jahren immer eine Wahrheit ist, die heute noch gültig ist oder die in den nächsten Jahren gültig sein wird. Deshalb für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieser ständigen Weiterentwicklung und der ständigen Fortbildung und Informationsweitergabe vor allem jenen, die damit zu tun haben. Und das sind aus meiner Sicht eben die Mitarbeiter in den Sozialämtern ganz, ganz wesentlich, aber auch in juristischen Kreisen ganz, ganz wesentlich. Und darüber hinaus natürlich alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und da ist die Gesellschaft momentan wirklich enorm dynamisch. Und diese Beziehungsfähigkeit der stabilen Beziehungen, die entwickelt sich zurück. Also das sieht man auch an den statistischen Zahlen, dass es stabile Beziehungen immer weniger gibt. Also dass das einfach ein Trend unserer Zeit ist und dass wir dementsprechend auch dafür ausgerüstet sein müssen, damit umzugehen. Grundsätzlich halte ich es für ganz, ganz wesentlich, dass Väter sich in die Erziehung einbringen, nach meiner Vorstellung noch viel, viel mehr. Und in solchen speziellen Fällen, in Konfliktfällen, ist das einfach individuell sehr schwierig, aber von Seiten der gesetzlichen Grundlagen müssen wir also vor allem, also was jetzt Beratungen betrifft und auch die Kontakteaufnahmen, das ist etwas, was ich für sehr wesentlich halte und für das ich mich auch einsetzen werde. Okay. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken, dass das doch einiges bringt, dass wir uns da hier auf verschiedenen Ebenen austauschen. Und abschließend möchte ich den Vätern noch etwas raten, den betroffenen Vätern, und zwar, dass sie alles tun, damit der Kontakt zu ihrem Kind aufrecht bleibt, egal was passiert. Und das ist aus zweierlei Hinsicht wichtig. Das ist für das Kind wichtig, das ist aber auch für den Vater wichtig, dass er nicht resigniert, weil wenn er resigniert, erlebt das Kind den Vater resignierend und das ist die nächste Traumatisierung. Und das traumatisiert sogar, wenn Vater und Kind gar keinen Kontakt haben. Das Kind spürt, dass der Vater sich für das Kind interessiert. Und das sollte man niemals aufgeben. Man kann in den Kampf aufgeben, aber niemals das Kind. Okay, danke. Ich darf mich auch recht herzlich bedanken für die Einladung. Ich habe da zwei große Begriffe hingeschrieben zu diesem Thema. Das kann mich Dr. Asper nicht anschließen. Der Dialog, der Kontakt. Der Vater soll nie aufgeben. Und wenn man Dr. Dolina gehört hat, es irgendwann wandelt sich etwas zum Guten. Das habe ich in meiner jahrzehntelangen Beratungstätigkeit oft genug erlebt, auch wenn es aussichtslos ausgeschaut hat. Die Väter sollen nicht aufgeben, die Väter sollen konstruktiv versuchen, Kontakt zu halten, auch wenn es jahrelang nicht gut ausschaut. Irgendwann wandelt sich etwas zum Guten. Dankeschön. Danke. Ja, auch herzlichen Dank von mir zur Einladung. Vom Beruf her ist der Dialog eigentlich mein Job. Ich bin Hauptunternehmensberater, da geht es eigentlich immer um Dialogsituationen und man holt mich, wenn es um Konflikte geht. Meistens, und da kommt es ja dann zum Rosenkrieg, und da sind dann die Konflikte, wo es eigentlich nur mehr um Positionen geht. Und teilweise höre ich das heute auch heraus, wie viel Tag wir kämpfen, Stunden, Minuten, Tage, Uhrzeiten, Orte, Plätze. Mein Tipp einfach, das Spiel wird nicht funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ändern Sie das Spiel. Schauen Sie einmal auf, was ist denn eigentlich das Interesse? Es geht darum, eine Beziehung zu einem Kind zu haben. Es geht darum, und das ist das Wichtigste, das Gemeinsame. Und stellen Sie das in Ihre Diskussion. Ändern Sie die Qualität im Dialog, in der Kommunikation. Vielleicht was ich einen Buchtipp geben, und möchte ich auch zwei mitgeben. Rosenberg. Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, ist eine wunderbare Möglichkeit, einmal über Dinge zu reden, wo wirklich die Emotion herausgenommen werden kann. Und genauso auch das Harvard-Konzept, das erklärt das auch ganz gut, wo man sich eigentlich einmal befreit von
nicht um Positionen kämpft, weil die sind, in der geht es ja gar nicht. Auf die schauen wir, sondern einmal schaut, wo sind denn wirklich die Interessen. Und da kann es einfach auch ein Weg sein, in der Mediation wird das ja genau gemacht, dass man also schaut, was ist das Interesse dahinter und wo kommt man da hin. Und dann wird es vielleicht bei dem Ex-Partner auch leichter ein Verständnis dafür zu geben und auch positive Ergebnisse finden. Deshalb, geben Sie nicht auf zu kämpfen, aber ändern Sie die Spielregeln, ändern Sie die Qualität, vor allem bringen Sie eine Qualität ein, die nicht auf der Emotion, sondern wirklich auf dem Interesse ist. Und ich glaube, alle Ihre Ex-Frauen oder auch die Ex-Männer, die gibt es genauso böse, ich will da gar nichts in die Ecke schieben, am Ende des Tages steht, glaube ich, noch für jeden das Interesse des Kindes im Vordergrund. Und wenn man das gemeinsam wieder schafft, kann es eine Möglichkeit sein. Tut es jetzt nicht immer. Aber vielleicht kann es ein guter Ansatz sein, die Qualität wieder besser hineinzubringen. Okay. Ja, jeder von uns also hat seine eigene Geschichte. Gell? Und es gibt also kein Modell, wo man sagt, genau so muss das machen und dann funktioniert das. Aber ich glaube, das ist ganz wesentlich, was wir jetzt gerade auch da gehört haben, und unser Kontakt suchen, nicht aufgeben, Dialog suchen, und ich glaube auch, dass man über den Dialog dann zu Möglichkeiten kommt. Eine dieser Möglichkeiten wäre dann auch also die Mediation. Und noch einmal, wie ich schon am Anfang angeführt habe, die Großzügigkeit, die kann halt also von heute auf morgen unüberwindbare Probleme lösen. Das ist so, ich habe das selber erlebt. Aber noch einmal gesagt, jeder hat seine eigene Geschichte. Ich möchte dieses Modell jetzt nicht da als das Um und Auf verkaufen. Ich möchte aber mitgeben, vielleicht sollte man auch authentisch bleiben als Vater, nicht in diesen Schmerz, nicht in diese Trauer verfallen. Ja, einfach diesen positiven Gedanken beibehalten, wenn es möglich ist. Nicht, wenn es möglich ist. Das möchte ich gerne. Ich möchte mich jetzt abschließend wirklich bei allen bedanken für die aktiven Beiträge, die von Seiten der Zuhörer gekommen sind, für die rege Diskussionsanteilnahme der Podiumsgäste, der, wie auch viel zitiert gesagt worden ist, wirklich hochqualifizierten Podiumsgäste. Ich möchte abschließend sagen, wenn wirklich da heute eine Saat hinausgetragen wird, die bei dem Regenwetter dürfte es vielleicht bald einmal aufgehen, wenn da wirklich heute von dieser Veranstaltung am Internationalen Männertag eine Saat hinausgetragen wird, die dann aufgeht mit gemeinsamer Arbeit zum Wohl der Kinder, dann haben wir das Ziel dieser Veranstaltung erreicht. Möchte jetzt abschließend, wie versprochen, die Bianca und die Kimi noch zu ihrem Abschlusstanz hereinbitten und möchte dann die Veranstaltung beschließen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und gute Einreise. Ja. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Platz hin.
Danke allen fürs Zuschauen.